bin 17 Jahre alt und schwimme schon fast 6 Jahren im SSC Landau. Ich schwimme eigentlich nur, aber durch meinen Trainer bin ich zum Schwimmfünfkampf gekommen und so eben auch zum Wasserspringen. Vom Springen, Wasserspringen her sind wir jetzt nicht so spezialisiert oder so gut wie die normalen Wasserspringer, die das alleine machen. Okay, Haltung war gut, die Höhe kommen wir besser mal. Also man legt eigentlich nicht sofort mit dem besten Sprung oder mit einem Wettkampfsprung, sondern macht erst Eintauchübungen vom 1-Meter-Brett zum Beispiel, dass man die Höhe gewinnt beim Springen. Oder man geht auf ein 3-Meter-Brett, macht Eintauchübungen, dass man halt wirklich gerade ins Wasser kommt, senkrecht und wenig Spritze, dass man sich nicht überschlägt. Dass man die nötige Spannung hat, es wird korrigiert nach jedem Sprung und versucht es besser zu machen. Mein Lieblingssprung ist der Delfinsprung. Ja, weil ich den am besten kann. Weil ich mir auch schon viele Punkte eingeheimst habe. Und der liegt mir am besten. Es ist ja das zweite Jahr, dass wir so viele sind. Also. Ich schätze einfach mal durch den Erfolg, den wir haben, dass es natürlich populär wird. Und auch von meinem Trainer, der hat deutlich mehr Werbung dafür gemacht. Deswegen haben wir auch so viele jetzt. Also das war vorher nicht so. Was ist Besonderes? Es macht Spaß. Es ist, hat ein bisschen einen Adrenalinkick. Auch wenn man, vor allem wenn man Figuren vom 3-Meter-Brett macht, das ist halt wieder was anderes wie vom 1-Meter-Brett, die Höhe und ja, es macht irgendwie auch süchtig. Also im Winter, wo wir kein Training haben, denke ich mir schon, oh, jetzt möchte ich unbedingt springen, ich will jetzt springen. Was jetzt eher weniger möglich ist, weil ich glaube, das nächste Sprungbrett in der Halle ist Regensburg. Ja.